Herzlich willkommen zu einem neuen FM-Experiment auf diesem Kanal. Heute habe ich Pep Guardiola zum SV Elversberg geschoben und Jürgen Klopp zu Rot-Weiß Essen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie die beiden den Verein jetzt am besten sehr schnell nach oben führen können. Wenn ihr auf jeden Fall keine weiteren Experimente mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und ich würde sagen, wir simulieren direkt ich würde erstmal sagen, ein paar Spieltage und schauen, wie sich bis dahin erstmal die Mannschaft entwickelt. Das hier sind die Ergebnisse bisher am 11. Oktober 2022, also nach dem 10. Spieltag. Wir sehen, das direkte Duell hat auf jeden Fall Klopp gewonnen gegen Elversberg. Danach ging es aber, joa, ziemlich schleppend weiter. Überwiegend sehr viel verloren. Zwar auch zwischendurch mal Punkte geholt, aber insgesamt sehr, sehr wenig. Deswegen stehen sie auch auf dem 17. Platz in der dritten Liga, wie ihr hier sehen könnt. Daraus resultiert dann, dass Jürgen Klopp auch direkt entlassen wurde nach 99 Tagen. Dann würden wir uns gleich bei diesem Experiment mehr auf Pep Guardiola fokussieren. Denn bei Elversberg und Startrainer Pep Guardiola sieht es schon deutlich besser aus. Die sind nach 11 Spieltagen 8er. Mit 16 Punkten haben sie auch noch Chancen auf jeden Fall auf den Aufstiegskampf, kann aber natürlich auch nach unten gehen. Bei denen verlief der Start eher schleppend, da haben sie mehr verloren, ein paar Unentschieden. Der erste Sieg gab es dann erst am 6. Spieltag gegen Waldhof Mannheim und danach haben sie auch nicht mehr verloren, sondern überwiegend gewonnen. Wir schauen dann mal, wie es zur Hinrunde aussieht. Auch im weiteren Verlauf sah es für Elversberg gar nicht so schlecht aus. Sie haben nach dem Duisburg-Spiel erstmal weiter 1-1 gespielt, das haben sie irgendwie auch ganz schön oft gemacht, aber oft auch ein paar Dreier geholt. Aber gegen Essen, da können sie irgendwie nicht gegen gewinnen. Sie sind aktuell auf Platz 6. Wir schauen dann mal, wie es am Ende der Saison aussieht. Nach der ersten Saison hat tatsächlich nur ein Punkt zum Relegationsplatz gefehlt. Dann hätte Elversberg hier die Chance zum Aufsteigen. Aber am Ende sind sie in Anführungsstrichen nur Fünfter geworden, was immer noch für einen Aufsteiger eine sehr starke Leistung ist. Pep Guardiola hat dieses Team auf jeden Fall auf Vordermann gebracht fürs Erste. Wir schauen mal in der zweiten Saison, ob die dann ihre Aufstiegsambitionen nochmal unterstreichen können, vielleicht wirklich aufsteigen können mit Pep Guardiola. Wir sehen uns dann im Jahr 2024 wieder. Im zweiten Jahr ist Elversberg nur Siebter geworden, das ist schlechter als letzte Saison, deswegen schauen wir einfach mal, wann Elversberg vielleicht aufsteigt und dann sehen wir uns in dem Jahr halt wieder, wo sie dann aufsteigen logischerweise. Dann bis gleich. Wir sind jetzt am 28. Dezember 2025 und ihr seht, Elversberg ist auf Platz 19. Denn Guardiola ist auch schon gar nicht mehr im Amt. Der wurde am, wann war das? Hier muss ich gucken, am 27. September schon rausgeworfen. Ja, nach 3 Jahren. Klopp wurde nach ein paar Tagen rausgeworfen. Das war natürlich nicht das erwartete Ergebnis. Deswegen wird es in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein anderes Experiment geben, was hoffentlich etwas spannender ist. Das hier wird so als kleines Spezial hochgeladen, sage ich mal. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, abonniert auch gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und ciao.